Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Schachnacht. Dieses Mal gegen Gogolio aus Frankreich. Und ich versuche in dieser, ich glaube, Budapester Variante doch die Übersicht zu behalten. Und zu verhindern, dass er erstmal auf F2 schlägt. Und den Rest der Partie möchte ich doch dann schneller absolvieren, denn ich glaube, ich habe schon wieder Zeitrückstand. Das heißt, hier muss ich einiges aufholen. Ich möchte B3 folgen lassen und auch Läufer B2. Und dann auf der langen Diagonale für Ärger sorgen. Okay, wenn er meinen Läufer haben möchte, dann kann er das gerne tun. Ich muss jetzt bloß noch mal überlegen, wie das hier alles funktioniert. Dieser Turmschwenk ist mir bekannt, aber ich habe auch irgendwo eine Variante, wie man das irgendwie entgegenkommt. Aber auf die bin ich jetzt natürlich nicht gekommen. Ich hole mal den Springer zurück zur Verteidigung. Und H4 sollte das erstmal stoppen mit. Okay. Mit Springer F4 wollte ich dann den Damentausch forcieren. Das klappt hoffentlich auch. Und wenn er nicht will, dann werde ich ihn dazu bringen. Okay, es sieht ja eigentlich alles ganz gut aus. Den Springer kurz zurück. Zeitlich muss ich noch eine Schippe drauflegen. Zurück. Ich würde auch gerne den Turm da wegbekommen, aber das ist, glaube ich, eher ein Wunschgedanke. Vielleicht über diesen Weg. Auf jeden Fall wäre dann der Läufer schon mal weg. Er hätte auch die ganze Zeit auf C4 rausnehmen können. Das wäre durchaus möglich gewesen. Dann wäre Turm und Dame aufgespießt gewesen. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. 7 Sekunden noch für die restliche Partie. Das könnte knapp werden. Gott, oh Gott. Er spielt mir eine Spur zu schnell. Ja, er spielt mir wirklich eine Spur zu schnell und da ist meine Zeit auch abgelaufen. Vielleicht geht er ja auf ein Rückspiel ein. Und wenn nicht, suche ich mir halt einen neuen Gegner. Nee, hat er noch eins machen wollen. Dann geht's jetzt in die zweite Runde. Mal sehen, vielleicht klappt es ja diesmal zeitlich besser. Er spielt aber auch eine unangenehme sizilianische Variante. Na gut, dann muss ich mich halt bisschen anders aufbauen. Jetzt, wo mein Läufer auf D2 steht und nicht auf B2, also in dieser Form meine ich, muss ich es doch etwas anders probieren. Na gut, ich will mit meinen Läufer doch wieder zurück und den Bauernzug F5 vorbereiten. Das gefällt mir ganz gut. König zurück in Sicherheit. Ich finde, ich habe jetzt eigentlich eine ganz gute Stellung. Ich hoffe bloß, sie zerfällt mir nicht in meine Einzelteile. Außer, dass der Springer jetzt hängt, aber auch sein Läufer hängt, ja. Ey, mein Springer hängt gar nicht. Ist ja durch die Dame gedeckt. Gut, dann ab ins Zentrum mit ihm. Springer E2 droht. Ja, und das hat er nicht gesehen. Und die Zeit ist sogar diesmal auf meiner Seite. Da gibt er auch auf. Vielleicht noch ein Rückspiel? Ja, sieht so aus. Wieder D4, aber diesmal erst G3, bevor ich im Zentrum weiter nach vorstoßen suche. Vielleicht vorsichtiger mit C3, Turm E1, Springer D2 und E4. Erstmal noch ein bisschen vorbereiten das Ganze. Okay, zurück mit dir, Springer. Das ist auch nicht besonders schlimm, wenn er den Läufer tauschen möchte, dann darf er das gerne tun. Hauptsache ist für mich, dass ich hier im Zentrum vorankomme. Ich muss ein bisschen auf meinen Bauern auf C3 aufpassen, deswegen würde ich gerne ihn entweder decken oder abtauschen. Ich denke, ich tausche ihn ab. Okay, mit der Dame zur Seite, damit der Turm gedeckt ist. Obwohl jetzt hängt auch der Bauer.
Er geht trotzdem nur vorbei. Na gut, dann nehme ich den. Und er nimmt ihn. Und ich greife seinen Turm an. Sehr gut. Damit bin ich den Bauern wenigstens los. Ich muss trotzdem noch höllisch aufpassen. Ich drohe jetzt erstmal Ungemach auf der Grundreihe. Und er hat noch diesen wirklich, wirklich gefährlichen Freibauern. Den möchte ich doch loswerden. Schach. Er kann nur mit der Dame schlagen. Und das ist natürlich ein sehr interessantes Endspiel. Ich bin gespannt, ob das zu halten ist. Ich denke eher nicht. Tja. Er hat aber wenig Zeit und das ist doch meine kleine Hoffnung, dass ich da noch irgendwo eine Chance haben werde. Das war ein bisschen vorschnell. Und er kriegt noch alle Bauern, nehme ich an. Aber die Zeit wird trotzdem nicht reichen. Immer noch unentschieden. Noch ein Rückspiel. Nimmt er nochmal an. Diesmal spiele ich aber mit B6, also was ganz Ungewöhnliches. Und mit E6 und mit C5. Das ist mein kleiner Plan. Okay, die Stellung gefällt mir bisher noch ganz gut. Mal sehen, was ich so spielen kann, damit sie gleich nicht mehr so gut aussieht. Erstmal droht D4 mit einer kleinen Gabel. Oder droht sie nicht? Habe ich da was übersehen? Ich glaube doch, die ist sehr durchschlagend. Okay, der läuft soll weg. Ich möchte ihn unbedingt abgetauscht haben. Lässt aber nicht zu. Gut, dann geht mein Springer halt wieder zurück. Möchte ihn jetzt abtauschen. Nein, jetzt droht aber bei mir die Gabel und das ist wiederum ungesund für mich. Okay. Die Türme verbunden und ich möchte die Dame decken. Wo möchte er denn hin? Das blockiert wenigstens seinen F-Bauern, das heißt, so schnell kommt er da nicht voran. Beziehungsweise durch. Ich sehe da noch keinen Ansatz, wie er meine Stellung knacken kann. Irgendwie stehen seine Figuren sich doch deutlich auf den Füßen. Okay, seine Dame hängt. Das geht hoffentlich. Und ich habe ziemlich viel Material mehr. Ich hoffe, ich kann das irgendwie nutzen. Ich kann matt drohen und gleichzeitig den Damenabtausch. Ich kann das nochmal probieren. Das Zwischenschach habe ich nicht gesehen. Ja, das sollte matt sein. Ein Glück. Gut, vielleicht möchte er noch ein Rückspiel. Und dann habe ich diese Folge mit einem Gegner gefüllt. Das sollte dann aber auch reichen zum Ende. Okay, er probiert es wieder mit E5, aber diesmal gehe ich nur vorbei. Ob das so energisch genug ist für diese Art von Eröffnung, weiß ich nicht. Ich glaube, damit hat Schwarz keine Probleme. Aber man kann es ja trotzdem mal probieren und gucken, ob der Gegner darauf vorbereitet ist. Ich muss trotzdem immer ein bisschen aufpassen, dass nicht plötzlich irgendwas auf H3 einschlägt und meine Königsstellung zerstört. Deswegen werde ich den Läufer zurück nach F1 bringen und versuchen, auf E3 zu tauschen, die Läufer. Okay, den tausche ich noch ab. Den bringe ich ein Feld zurück. Ja, jetzt nehme ich den mit. Der ist kostenlos. Okay, der Turm muss hoch. Ich hätte auch Läufer B2, glaube ich, ganz gut spielen können. Wenn er möchte, tausche ich den auch gerne ab. Ja, das macht er dann auch wieder. Ja, den bringe ich wieder zurück nach F1. Und dann würde ich gerne die Türme tauschen.
denn das sind doch wirklich sehr aktive Figuren von ihm. Ja, der hängt leider nicht. Zurück mit der Dame. Okay, und jetzt hängen wieder zwei Bauern von ihm. Ich kann mich mit dem erstmal begnügen. Und es sollte alles gedeckt sein. Den Bauern kann er nicht nehmen, aufgrund des Spießes. Ich hätte hier auch gabeln können. Da hätte ich sogar eine Figur mehr behalten. Und dann würde ich sagen, was das für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!